Massimiliano Girardi ist künstlerischer Leiter von Alpenklassiker Festival. Was ist Alpenklassiker Festival? Also liebe alle, ich bin Massimiliano Girardi und ich bin der künstlerische Leiter des Alpenklassiker Festival. Alpenklassiker Festival ist ein internationales Festival der klassischen Musik, besser ein euroregionales Festival der klassischen Musik, sogar das erste. Und dieses Festival wird seine erste Edition in Val di Sole Schulzberg zwischen dem 21. und der 31. Juli seine erste Edition haben. Und welche sind die berühmtesten Künstler, die spielen werden? Es gibt viele berühmte Künstler, die an diesem Festival teilnehmen werden, aber die wichtigsten sind die folgenden. Also Zoltán Kiss, ein weltbekannter Trombonist und Mitglied der internationalen Gruppe Nosil Brass, Steven Mead mit dem Euphonium, Yuri Revich, ein russischer Musiker, der nur 24 Jahre alt ist und ist schon ein Star in der ganzen Welt. Er haltet Konzerte überall in der Welt momentan. Und ist der Geiger und wird am Ende des Festivals ja, spielen? Ja, Yuri Revich wird das Festival so schließen in Malé. Und noch dazu gibt es Fabrizio Meloni, Klarinettensolist der Orchester La Scala. Und in der Mitte, am Sonntag, den 24. Juli, ja, singt auch Antonella Ruggiero ja, in Folgarida. Ja, genau. Wir haben die Ehre, diese italienische und internationale Sängerin als Gast zu haben. Sie wird am 24. Juli in Folgarida auftreten. Und sie wird sowohl klassischen als auch ihres eigenes Repertoire auf die Bühne bringen. Du bist ein euroregionaler Spieler, du hast in Mailand und in Wien studiert. Ja. Und was bedeutet für dich Euregio? Euregio ist eine sehr schöne, wichtige, für das Moment Realität. Das ist eine Zusammenarbeit nicht nur auf der politischen Ebene oder auf der institutionalen Ebene, sondern durch dieses Festival, nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen, möchten wir wirklich die Wichtigkeit des Euregio in der alltäglichen Leben und auch in die Kultur. Und mit der Musik haben wir die Aufgabe zu zeigen, dass Euregio wirklich eine wichtige Realität ist auch in der Kultur, wo alle euroregionalen Künstler mit internationalen Künstlern in Verbindung kommen und eine so Zusammenarbeit in diesen 10 Tagen und auch für die zukünftige Ausgabe haben werden. 2017 ist eine zweite Ausgabe in Südtirol geplant und 2018 in Tirol dann. Ja, die zweite Ausgabe ist die zweite Edition wird in Südtirol sein in 2017 und die dritte Edition in Tirol in 2018 und dann das Projekt und die Idee ist wieder dann in Trentino zu kommen und immer so jedes Jahr jede Region in Betracht zu ziehen.